Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier jetzt in der Trainerkabine und es geht ja heute wieder um den Fanreporter. Und gewonnen hat den Fanreporter-Job für den heutigen Tag der Martin. Und der ist beim Spiel Rapid gegen Innsbruck heute eigentlich in allen Räumen unterwegs. Und wie gesagt, in einem Raum stehen wir jetzt, nämlich in der Trainerkabine. Und das Ganze 2 Stunden vor Matchbeginn. Normal darf da niemand herein. Martin ist schon herinnen. Martin, jetzt improvisieren wir. Du weißt noch nichts von deinem Glück. Ich gebe dir jetzt das Mikrofon. Und du kannst dir aussuchen, Peter Schöttl oder Thomas Hickersberger, die gerade noch über die Taktik plaudern. Stell einfach eine Frage. Bitte schön. Dankeschön. Herr Schöttl, was dürfen Sie die Fans heute von dem Spiel erwarten gegen Innsbruck? Ja, wenn man das so genau wüsste. Vornehmen tun wir uns immer nur das Beste. Wir hoffen, dass wir gute Leistung bringen, dass wir attraktiv spielen und am Ende des Tages 3 Punkte mehr haben. Attraktiv spielen heißt das mit 2 Stürmer? Das heißt, so wie das ganze Jahr, mit einer hängenden Spitze und einem, also mit 3 offensiven Mittelfeldspielern hinter einer Spitze. Alles klar. Gerne. Dankeschön. So, jetzt übernehme ich wieder und jetzt begleiten wir den Martin und zeigen ihm mal die Kabine. Aber es gibt vorher noch der Rainer Karutz, das ist ja unser Mann des Facebooks, der hat ja etwas Besonderes mitgebracht. Rainer, was gibt's denn jetzt für den Martin? Ja, nachdem der Martin sein Lieblingsspieler der Helge Peier ist, haben wir uns gedacht, wir geben ihm ein Trikot, natürlich mit der Nummer 24 drauf, natürlich von Helge Peier. Und lieber Martin, alles Gute. Dankeschön. Glückwunsch nochmal. Danke. So ist es. Und jetzt schauen wir mal in die Kabine. Auf geht's. Alles klar.